Mal wieder begrüße ich euch zu einer meiner Pilztouren und momentan sehr zahlreich unterwegs sind die Schopftintlinge, die hier alle kommen. Erst ganz frisch aus dem Boden, die letzten zwei Tage hier ein etwas größerer Fleck und hier im Wald treten sie schon wieder zu Hundertster auf. Auch auf der gegenüberliegenden Seite sehr zahlreich, sehr viele, alle ganz frisch gewachsen. Ein Video zum Thema Schopftintlinge, wo man die so findet, wie man sie erkennt, in welchen Stadien die hier so anzutreffen sind, das gibt es schon auf meinem Kanal, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal ein größeres Exemplar, das wirklich noch überall weißes Fleisch hat, also man sieht, wie frisch und schnell die letzten Tage auf den Regen gewachsen sind. Auch direkt bei den Schopftintlingen mit dabei ist hier ein kleiner Safranschirmling. Und auch hier ist wieder eine Gruppe Schopftintlinge, also wie gesagt, da ist momentan alles voll damit, aber wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter. Hier endlich mal wieder seit langem ein junger Maronenröhrling. Auf den Regen rauf kommen die jetzt wieder. Und den nächsten gibt es hier. Auch dieses Exemplar sieht noch wirklich gut aus. Sehr schön. Hier noch eine kleine Glucke. Also da schieben momentan noch immer Glucken aus dem Boden. Seit Wochen jetzt überall hier. Ständig Glucken, alles voll damit. Aber wie gesagt, wir haben schon so viele gesammelt. Wir nehmen überhaupt keine Glucken mehr mit dieses Jahr. Und hier ist auch schon die Schnecke ein paar Mal vorbeigefahren, dann soll sich die darüber freuen. So, hier in diesem ziemlich abgeholzten Bereich finden wir einen Parasolpilz. Aber da war schon alles Mögliche zugange, wie man hier sieht. Sehr schade darum. Vor mir befindet sich ein relativ großer Birkenporling, also wirklich etwas größer als meine Hand. So sieht man das gut. Hat eine stattliche Größe und das ist wieder so eine Stelle, da findet man sehr viele Birkenporlinge. Die gibt es ja immer hier auf quasi totem Birkenholz. Und ja, man kann einen Tee daraus zubereiten, sie quasi trocknen. Und der soll dann gegen gesundheitliche Beschwerden, Magenprobleme helfen, etwas desinfizierend wirken. Und das ist unser altbekannter Stamm noch von letztem Jahr, der hier aufrecht steht. Und aus dem auch dieses Jahr wieder die Birkenporlinge hervorsprießen. Wie gewohnt wieder der Blick in den Sammelkorb.